Musste man nicht irgendwie so eine Fahrzeugstation, glaube ich, erst bauen oder irgendwie sowas? Leiter, Bariumspind, sonstiges. Guck noch mal eben. Mobile Fahrzeugstation hier. Haben wir auch alles für. Warte mal. Die stellen wir, glaube ich, hierher, ne? Ja, hier. Juhu. Ja, jetzt bin ich aber gespannt. Alter Schwede. Dann würde ich sagen, ich speichere mal eben. Ich hoffe, er hat gespeichert. Jetzt brauchen wir sowieso Titanbarren, ne? Fahrzeugstation aussetzen. Nee, ich möchte erst einmal nochmal das sammeln, was wir brauchen. Titanbarren brauchen wir nämlich, glaube ich. 4-mal Titan brauchen wir dafür. Ist ja nicht das Problem, was wir haben, ne? Oder war das 10-mal? Den roten packe ich mal weg übrigens. 10-mal brauchen wir. Okay. Das ist natürlich viel. Aber dazu kriegen wir dann einen Klopper. Einen Titanbarren-Klopper. So, jetzt meine Frage. Was brauchen wir denn noch? Energiezelle. Okay, die haben wir bei Technik drin, glaube ich. Jo. So, jetzt haben wir alles für die Seemotte. Und jetzt würde ich gerne mal die Fahrzeugstation aussetzen. Wie geht denn das? Auf Schnellzugriff zuweisen. Geht das? 5? Ah, das geht. Okay, und jetzt, warte. Mit der 5? Also einfach hier platzieren, oder was? Okay. Fahrzeug benutzen. Fahrzeuge. Ah, komm, Zyklop, okay. The Seamoth is a fast, safe mode of transport. But remember that swimming is good for your glutes and endorphin levels. Gesäß, nicht gut für die Gesäßmuskulaturen. Und den Endorphinspiegel, weil wir ja nur sitzen. Okay, nice. Oh mein Gott, ja, wir haben die Seemotte. Ich speichere mal eben. Oh ja, meine Gott, ich freue mich. Wie geil ist das denn bitte? Welcome aboard, Captain. Geil. Woohoo. Alter Falter. Wie viel Dings haben wir denn? Wie viel Sauerstoff? Unendlich oder was? Aber 200 Meter geht das Ding hin. Okay. 100 Energie. Okay, das ist natürlich nice jetzt, das Ding, ne? Damit können wir natürlich jetzt richtig auf Tauchtour gehen. Damit werden wir definitiv Diamanten finden, würde ich jetzt verwetten. Das erste Fahrzeug, ich freue mich. Und noch viele weitere werden wahrscheinlich kommen. Dann würde ich sagen, gucken wir doch mal, was wir so finden. In den tiefen Tiefen des Meeres. Ja, ja. Oh, hier wird es aber schon ganz schön dunkel, ne? Alter Schwede. Ist das Diamant? Ich würde gerne wissen, was das ist. Quarz, okay. Boah, hier darfst du aber auch nicht verloren gehen hier unten, ne? Hier unten darfst du aber auch echt nicht verloren gehen, weil hier so duster ist. Alter Schwede. Oh, lass das Diamant sein, bitte. Ist das Diamant? Nein, das sieht aus wie Salz. Aua, Alter! Das sieht aus wie Salzablagerung. Was will der denn von mir? Der soll mich in Ruhe lassen, Mann. Ich düse doch nur mit meiner Motte hier. Lass mich.
Was ist das Schönes? Das ist, glaube ich, kein. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, Titan. Hier viel weiter runter möchte ich, glaube ich, auch nicht, weil wir schon fast an 200 Meter sind, die Grenze. Ist das? Nein, das ist Quarz. Natürlich. Hört sich an wie ein Flugzeug. Das gibt's doch nicht. Es muss doch irgendwo Titan zu finden sein. Ich glaube, das sind dunkle Gesteine, sind das. Die sind dunkler wie die normalen. Wie heftig das hier unten einfach ist, ne? Voll gruselig auch. Wie tief man wohl tauchen kann? Also im, also maximal jetzt? Frage ich mich. Natürlich Kupfererz. Also wie weit das wohl geht hier, wie tief? Oh, die Sonne geht auf. Unter dem Meer ist es so schwer. Lifeform readings in this region are sparse. The Aurora's radioactive fallout will have devastating effects on the alien ecosystem if not contained within the next 24 hours. Okay. Ach so, wir sind am. Ah, ich gehe. Ich weiß, wo wir sind. Wir sind am. Wir sind an dem Schiff, ne? An dem abgestürzten. Schön, jetzt sehe ich aber gar nicht. Uhr, aber wo sind wir denn überhaupt? Wo ist denn unser alter Schwede? Ist hier hinten überhaupt irgendwas? Völlig lost, wo ich hier bin. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Hallo? Naja, gut. Wie tief geht's denn hier runter? Sag mal. Kommt hier unten überhaupt irgendwas? Ja, da ist irgendwas in Sichtweite, aber wie tief ist denn das? Alter Schwede. Alter Verwalter. Oh. Ja. Wir waren schon an der Grenze. Warte mal, was ist das hier? Diamant! Ja, Mann! Ja! Es ist vollbracht! Es ist vollbracht. Okay, knapp 200 Meter müssen wir. Also an die 200 Meter. Und die Steine sind dunkel. Das müssen wir uns mal behalten. Im Hinterkopf. Also, die Steine sind wesentlich dunkler. Ja, Diamant! Endlich! Die Quelle des Lebens. Diamant, Geißel des Menschen. Geißel der Menschheit. So, das heißt, wir... Aua. Wir düsen mal zurück. 20 Grad. Ist das Außentemperatur da innen? Was für... Ja, okay. Ich, ja, bin da mal weg. Ciao. Ich wollte eigentlich gerade gesagt haben, was wir hier unten noch finden werden wohl. Uff. Aua. Was auch immer hinter mir ist, ich guck nicht. Unten haben wir irgendwie noch so Quickslots, ne? Ich frage mich, was wir hier noch einbauen können in die, in die, in die Seemotte. Vielleicht irgendwelche kleinen Helferchen oder so. Aber hier merkt man auch, dass das Gewässer ein bisschen angenehmer ist, ne? Hier wird es schön hell. Cool. So. Dann würde ich sagen, düsen wir mal eben hin. Steigen wir aus und bauen mal dieses... Ja, wir können jetzt eh gleich essen.
So. Welcome aboard, Captain. Hallo. So, dann würde ich sagen, wir essen mal. Hä? Was haben wir denn jetzt gemacht? Ach, der ist verdorben. Oh, nein, Alter. Oh, verfault. Oh, verfault. Oh, ach, das verfault ja. Vital signs stabilize. Oh, das ist nicht gut. Wir müssen trinken. Oh, fuck, Alter. Das verfault ja. Das habe ich ganz vergessen. Shit. Hier kann man nichts auf Vorrat machen. Habe ich den jetzt echt gegessen? Bin so doof. Ich brauche trinken. Blasenfisch. War das Blasenfisch, der trinken bringt? Oh, das ist nicht gut. Komm mal her, bitte. Und wenn wir nur einen herstellen, eine Wasserflasche erstmal. Oh, oh, wir sind gleich tot. Nein! Nein! Tod, der große Gleichmacher. Aber nur, weil ich die verfaulten Dinger gegessen habe. Das heißt, ich schmeiß die alle weg. Das ist ja blöd. Scheiße. Aber unsere Seemotte und so haben wir noch. Und Diamant haben wir auch noch, ne? Ja, nice. Ja, dann schmeiße ich das mal eben alles raus hier. Das heißt, man kann das erstmal gar nicht auf Vorrat. Wahrscheinlich gibt es irgendwann später die Möglichkeit, irgendwie auf... Es tut mir so leid, Fischies. Wahrscheinlich kann man später irgendwie Kühlschränke bauen oder so, damit das ein bisschen länger hält. Okay. Da packe ich mal wieder die Lampe auf 5, damit ich hier nicht durcheinander komme und irgendwie aus Versehen Fisch esse. Live Fisch essen. So, Boomerang. Boomerang. Komm zu Papa. Wir werden dich gleich verköstigen. Wo ist er hin? Hat er mich ausgetrickst, der kleine Schlingel. So. Das dürfte ja, glaube ich, erstmal reichen. Wir müssen ja erstmal nur essen, ne? So, Nahrung. Lecker. Boomerang. So, jetzt aber schnell verknusern. Ham, ham, ham. Dann kann ich ja getrost den letzten Schwamm, den wir noch haben, bei Nahrung reinpacken. Und bei wichtig packen wir dann, glaube ich, wieder die Health Packs rein, ne? Genau, Medikit, falls wir mal eins brauchen. So, voll gestärkt geht's weiter. Also wir können nichts auf Vorrat bauen, auf Vorrat herstellen zu essen. Aber was wir jetzt herstellen werden, ist der Gerät. Und zwar wollten wir, nein, Werkzeuge, den Laserschneider. Höhlenschwefel, einmal Titan, zweimal Diamant. Zweimal Diamant, wo war der Diamant hier? Da. Höhlenschwefel. Und wir brauchen einmal, na, wo haben wir's? Sag mal, wir haben doch so viele... Ich wollte gerade sagen, wir haben so viel Titan gehabt. So, Werkzeuge. Ja, Laserschneider. Ehre. Ehre in den Ass. So, dann würde ich sagen, packen wir uns den mal direkt mal einmal auf die 4. Ich hoffe, der braucht keine Energie. Natürlich braucht er Energie. Und jetzt müssen wir mal gucken. Denn wir sind ja Richtung Westen, ne? War das? Welcome aboard, Captain. Oh, auf der Straße nach Westen. La 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 la. Denn da war irgendwo eine Tür zum Aufschneiden. Das würde ich gerne mal machen. An so einem kaputten Wrack war das gewesen. Da gucken wir mal. Ich hoffe, wir finden das. Ich glaube, da hinten, ich sehe es. Das müsste das gewesen sein, ne? Ja, das war das, glaube ich, oder? Ja. Okay, dann parke ich hier mal meine Seemotte. Und dann würde ich sagen, schneiden wir das mal auf. Wie geht denn das? Okay.
Mit der 5 leuchten wir hier rein und dann schauen wir mal, was wir hier zu finden haben. Eine weitere Tür. Erstmal öffnen. Und eine weitere Tür, die wir aufschneiden können. Laserschneiderfragment, ganz toll hier drin vor allen Dingen. Brauchen wir alles gar nicht. Hier können wir ausscannen. Den Stuhl. Kommandostuhl, toll. Batterie-Ladestation-Fragment. Nice, geil. Ja, wir können unsere Batterien aufladen. 1 von 2, vielleicht finden wir noch weiter. Oh, warte mal. Sollten wir ganz schnell Sauerstoff tanken. So. Geil, Batterie. Vielleicht finden wir, wie gesagt, noch Dings. Was war das für Wasser? Desinfiziertes Wasser. Cool. So, dann schneiden wir mal nochmal hier ein bisschen. Da ist das zweite Fragment. Nice. Geil. Ja, Mann. Ja, Mann. Schubkanonenfragment. Geil. Wer ist das? Wer ist das? Oh, Datenbox. New Blueprint acquired. Geil. Oh, ich soll mal zurück, ne? Uah. Ja, alles gut. Alles easy. Was? Hä? Was? Was macht der? Hö, was ist das für ein Fisch, Alter? Passing 100 meters. Ich geb dir gleich. Oxygen efficiency decreased. So, da waren wir drin. Was ist hier? Die Tür können wir anscheinend nicht öffnen. Huch. Ah, okay, hier kommen wir... Hä? War es hier vorher schon offen? Gut, aber hier rein wären wir nicht gekommen. Aber ich glaube, wir haben soweit, glaube ich, hier alles gefunden, was man hier hätte finden können. Ah, das mit der Batterieladestation ist ja supi. Vielleicht sollten wir dann auf jeden Fall noch eine Solarenergie irgendwie organisieren für unser Hauptquartier. Dass wir mehr Energie speichern können. Ja, aber guck mal, das hat sich doch schon mal gelohnt. Auf das Warten des Diamantes. Nice. Gut. Sehr schön. Das lässt mich doch positiv in die Zukunft blicken. Und ja. Hoffe mal, dass wir beim nächsten Mal die Batterieladestation auf jeden Fall herstellen werden, denke ich mal. Und das dürft ihr auf keinen Fall verpassen, denn ich würde mich freuen, wenn wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Also, macht's gut, bis denne. Tschüss.